Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute einen Kartoffelsalat machen. Dafür haben wir uns zwei riesengroße Kartoffeln besorgt. Ein bisschen Zwiebel brauchen wir, Pfeffer, Salz. Aber wo ich das gerade sage, wir beziehen unsere Gewürze vom gewürzmaster.de. Schaut doch mal da vorbei, die haben interessante und tolle Gewürze. Dann haben wir noch ein bisschen Mayonnaise, zwei hart gekochte Eier. Dann brauchen wir noch ein bisschen Milch, Gewürzgurken, aber das werdet ihr jetzt ja alles sehen, wenn wir jetzt am Machen sind. Als erstes werde ich mir jetzt eben schnell eine rote Zwiebel klein machen und werde die in der Pfanne kurz anrösten. So, mein Öl ist jetzt schon heiß. Ich tue jetzt mal eben schnell meine Zwiebel hier hinein, werde die kurz ein bisschen andünsten. Zwiebeln sind fast fertig. Ich habe den Herd jetzt einfach ausgemacht, lasse die da zu Ende köcheln und jetzt werde ich anfangen und werde mein Dressing hier für den Kartoffelsalat vorbereiten. Als erstes tue ich mir jetzt hier so ein bisschen was an Mayonnaise rein. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Das verdünne ich mir jetzt mit ein bisschen Milch. Dann tue ich da jetzt schon mal ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Vom Gewürzmeister? Wieder von gewürzmaster.de, genau. Das ist ein Meersalz, was wir jetzt hier benutzen. Das ist ganz schön. Das sind meine Gurken, die ich jetzt gleich verwenden will. Und einen kleinen Schuss von dem Gurkenwasser tue ich hier mit in mein Dressing hinein. Voilà, Gurken sind klein geschnitten, die tue ich schon mal hier wieder in meine Pfanne hinein. Aber wo wir ja gerade so schön am Reden sind und ich am Machen bin, sagt da mal, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr ganz viel Fernweh bekommt? Also wenn ich Fernweh bekomme, dann mache ich mir immer YouTube an und gucke meine meine Lieblingskanäle. Einen meiner Lieblingskanäle kann ich euch sehr empfehlen, das sind die Segeljungs. Das waren vier Jungs, sind jetzt nur noch zwei, die unterwegs sind, sind jetzt ganz lange in der Bacher gewesen, sind da toll Freediven gewesen und haben da super Bilder gemacht. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Also wenn ihr mal wieder einen Anfall bekommt an Fernweh, schaut doch da einfach mal vorbei. Die beiden würden sich mit Sicherheit sehr freuen und ich freue mich, wenn es weiter die Videos von denen gibt. Ich pelle jetzt hier mal eben meine Riesenkartoffel und dann werde ich die klein schneiden und dann kommt die auch mit in den Salat hinein. Kartoffeln sind gepellt, die tue ich noch mal eben schnell zur Seite. Ich habe noch ein bisschen krause Petersilie und ein bisschen Schnittlauch. Das schneide ich mir jetzt noch ein bisschen runter und tue das da auch noch mit hinein. Petersilie kommt jetzt hier auch noch mit hinein. So, und dann schneide ich jetzt mir meine Kartoffel klein. Einmal noch kurz umrühren, damit das schön verteilt ist, weil wenn jetzt die Kartoffel da gleich reinkommt, dann will ich nicht mehr ganz so fürchterlich viel rühren, dann geht mir nämlich sonst die ganzen Kartoffeln alle kaputt. So, unsere Kartoffel ist drin. Ich rühre das jetzt einmal vorsichtig um, sodass ich schön mein Dressing, meine Soße, die ich da drin gemacht habe, schön verteilt. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht. Jetzt mache ich noch meine zwei hart gekochten Eier und dann sind wir eigentlich schon durch. So, jetzt habe ich einmal schon Finger reingesteckt und habe mal ein bisschen probiert. Also ein bisschen Pfeffer wäre noch geil. Dafür nehme ich meinen grobkörnigen Pfeffer von meiner Lieblings-Steakhouse-Kette. Und noch ein bisschen Salz brauchen wir. Da gibt es dann hier nochmal so eine Prise Salz dazu. Ich schneide jetzt eben schnell meine beiden Eier hier klein. Und die kommen dann auch noch gleich mit dazu.
Und dann rühren wir das Ganze nochmal um und dann können wir gleich nochmal abschmecken, was da noch fehlt. Ein bisschen geärgert habe ich mich, weil ich habe vergessen, mir einen Bosco-Apfel zu kaufen, weil den hätte ich hier auch noch gerne mit reingetan, weil der gibt halt natürlich noch so eine super Frische da drin, den habe ich jetzt leider nicht, den kann ich jetzt auch nicht ersetzen. Unten in der Description Box kommt ja wieder meine Einkaufsliste, da werde ich den Apfel aber mit reinschreiben. So, dann wollen wir gleich mal probieren. So, einmal probieren. Mhm. Geil. Schön. Alles richtig schön da. So mit den Kräutern da drin, also der Petersilie und dem Schnittlauch, das ist schon richtig geil. Das schmeckt sehr, sehr gut. Dann werden wir jetzt anrichten und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist unser wunderschöner Kartoffelsalat. Super schnell und einfach gemacht. Wenn da jetzt Apfel noch drin gewesen wäre, wäre noch geiler. Djajuk hat uns ein paar Frikadellen gemacht. Die sind auch super lecker. Ein klasse Essen, was man doch verhältnismäßig schnell gemacht bekommt und verhältnismäßig günstig ist. Wie macht ihr denn euren Kartoffelsalat? Schreibt es doch mal unten rein in die Description Box. Ich würde mich sehr freuen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns mal wieder einen Daumen. So habt ihr uns noch nicht abonniert, tut das einfach mal. Schaut bei den Segeljungs vorbei. Und ja, das war's dann schon. Dann sagen tschüss. Ja, tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.